Du hast 4 aus 4, hast alle deine Partien gewonnen, hast eigentlich auch einen absolut souveränen Eindruck gemacht dabei bisher. Und das, obwohl du das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft spielst. Warum läuft es so gut bei dir? Ich denke, dass ich in einer guten Form bin und vielleicht das hilft mir. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Partie heute. Okay, nicht sehr zufrieden. Ich dachte, dass ich einen forcierten Gewinn hatte, aber es war nicht so einfach. Sonst ich hätte die Vorteil die ganze Partie. Du hast gesagt, du bist gut in Form. Woran liegt das? Was sind Faktoren, dass du so gut in Form bist? Liegt dir Indien so gut oder hast du irgendein Turnier oder ein Training vorher gehabt, was dafür sorgt, dass du gerade besonders gut drauf bist? Oder was glaubst du, woran liegt das, dass du so gut in Form bist? Ja, ich habe viel bevor der Turnier gearbeitet mit Dennis alleine. Wir hatten auch eine Trainingslager vorher hier in Indien. Alles klar, dann hoffe ich, dass es weiterhin so gut bei dir läuft und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke, ich hoffe darauf. Bevor wir zur Partie kommen, vielleicht eine Frage, die die letzten Tage viele Leute interessiert hat. Warum hast du eigentlich die ersten 3 Runden ausgesetzt und bist erst zur 4. Runde ins Turnier eingestiegen? Wie kam das? Nee, also ich habe ausgesetzt, weil ich aus gesundheitlichen Gründen erst später als der Rest des Teams anreisen konnte und deshalb habe ich sozusagen auch erst später angefangen, als der Rest des Teams zu spielen. Du bist jetzt das erste Mal bei einer Schacholympiade dabei und spielst auch das erste Mal bei der Nationalmannschaft am ersten Brett. Wie fühlt sich das an für dich? Also ich denke schon, dass Brett 1 was Besonderes ist, besonders bei Olympiaden, weil an Brett 1 ist meistens immer irgendeine Art von starker Spieler, selbst bei etwas schwächeren Teams. Und gut, ich würde sagen, es war ganz gut, dass ich in der Bundesliga schon ein bisschen geübt habe, wie es ist, Brett 1 zu spielen. Das merke ich, nimmt so ein bisschen den, so, es ist nicht mehr ganz so neu, ja. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit und das hilft jetzt schon. Du hast jetzt 2 Partien gespielt, bist mit 2 Siegen gut eingestiegen. Wie wichtig war das für dich, gut einzusteigen? Im Biel lief es ja am Ende nicht mehr ganz so großartig für dich. Ich denke schon, es ist wichtig, dass man einfach gut ins Turnier reinkommt und auch das Gefühl hat, man kann gut spielen. Und ich denke, jetzt kommen auch langsam schon relativ starke Gegner auf uns zu und da muss man natürlich Topleistungen abrufen. Wie ist das eigentlich in so einem Mannschaftskampf? Du siehst, hinten sieht es gut aus. Verändert das was mit der Art und Weise, wie man die Partie angeht, wie du spielst? Oder ist das eigentlich was, wo du sagst, das tangiert dich relativ wenig, wie es da hinten aussieht? Na gut, das kommt natürlich immer drauf an. Jetzt, wenn ich auf dieses Turnier schaue, war es eigentlich egal, wie ich stehe. Weil in dem Moment, wo ich wusste, ich kann nicht mehr gewinnen, war das hinten immer gegessen gewesen. Auch gestern zum Beispiel, klar habe ich die Partie einzügig, nicht einzügig, aber im Prinzip einzügig weggeworfen. Und dann war klar, wenn ich nicht Remis mache, verlieren wir, dann machen wir 2-2, weil ich davon ausgegangen bin, dass Josefine gewinnt. Und ändern konnte ich nichts an der Tatsache, dass es maximal bei mir ein Remis drin war. Und gut, heute hatte ich auch nicht wirklich gute Chancen gehabt, auf Gewinn zu spielen, vielleicht schon an irgendeiner Stelle. Aber es war auch nicht relevant, weil zu dem Zeitpunkt, wo es hinten schon mehr oder weniger klar sein würde, wie es ausgehen könnte, konnte ich auch nichts mehr in meiner Position machen. Deswegen. Normalerweise ist es halt so, wenn du siehst, dass der Kampf verloren geht und du hast einen bestimmten Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst, ob du Risiko gehst oder nicht, dann ist das natürlich schon relevant. Nur das ist gerade in dem Turnier bei mir noch nicht passiert. Dimitri, ich stehe hier, nachdem du gerade deine Partie gewonnen hast. Starke Vorstellung heute. Und wie zufrieden bist du selber mit deiner Performance heute? Ich glaube, es war in Ordnung. Eine der besseren Partien bisher, glaube ich. Lag aber auch sehr an der Öffnung, wie das meistens ist. Ja, ich hatte was ziemlich Scharfes und ein bisschen zu Forciertes vorbereitet gegen so einen Gegner, wo man gewinnen will. Denn wenn er alles weiß, dann sieht es nicht gut aus. Dann macht er wahrscheinlich relativ komfortable Remis. Aber gut, ich war mir ziemlich sicher, dass er nicht alles weiß. Also konnte ich das in Kauf nehmen. Ja, er hat in der Öffnung sehr lange nachgedacht und ich glaube, ein bisschen was ungenau gespielt mit Dame B6. Normalerweise spielt man Läufer D7 und in der Partie habe ich einfach eine bessere Version von der Variante bekommen. Aber ich bin mir sicher, ich konnte im Endspiel ein paar Mal genauer spielen. Zum Beispiel Springer C6 gefiel mir nicht sehr gut. Ich habe Turm B7 unterschätzt, weil ich nicht so gut auf A7 nehmen kann dann in der Stellung. Ich habe dann dieses Turm-Endspiel mit Mehrbau bekommen und
das ist, glaube ich, zumindest nah am Gewinnen. Also so wie er es gespielt hat, war es auf jeden Fall gewonnen. Du sagst, du hast dir da in der Eröffnung was ausgeguckt, was relativ passiert ist und wo man sich auskennen muss. Wie ist das eigentlich so? Von außen kann man sich das eigentlich vorstellen. Ist das was, was du dann irgendwie alleine an deinem Rechner ausgebrütet hast? Oder hat dich der Jan Gustafsson draufgebracht? Oder ist das so, du überlegst dir was, er schaut nochmal drüber. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, hier sind wir ja nicht so ganz alleine. Also Jan dabei zu haben, hilft auf jeden Fall. Praktischerweise zum Beispiel kam dieses F5, was er gespielt hat, in seinem Kurs vor. Das hatte ich auch selbst noch gar nicht so richtig angeschaut, aber er hat das mal erwähnt. Und dann konnte ich es mir ein bisschen genauer anschauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst überhaupt drauf gekommen wäre. Also das war schon mal sehr hilfreich. Und wenn man es nicht kennt, dann hat man ein Problem. Also wie gesagt, ist sehr scharf. Da sollte man wissen, was man tut. Oh, super. Dann hat es sich ja schon mal gelohnt, die mitzunehmen. Noch kurzer Ausblick noch auf morgen. Ihr seid jetzt mit 4 Siegen und einer Niederlage gestartet, steht gut im Turnier da. Jetzt wird morgen vermutlich ein starker Gegner auf euch zukommen. Was glaubt ihr, wie gut seid ihr dafür gerüstet und worauf können wir uns da freuen bei euch? Okay, ich glaube, es geht bergauf so formmäßig bei uns. Sollte es auch, weil ich meine, dieses Österreich-Match war wirklich nicht schön. Und gestern war auch also unglaublich knapp. Da waren wir alle kurz davor, das Match abzugeben eigentlich. Aber ich glaube, sowas einmal zu überstehen, ist eine gute Sache. Ich hatte heute schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich ein bisschen glatter laufen kann. Und ja, 3-1 heute war ein bisschen überzeugender, glaube ich. Also vielleicht sind wir gut in Form für morgen. Hoffe ich zumindest, ja.